Latein einfach erklärt, die Deponentien. Im Lateinischen gibt es einige Verben, die ihre Aktivformen abgelegt haben und nur Passivformen bilden. Und weil ablegen deponere heißt, nennt man diese Verben Deponentien. Übersetzt werden diese Deponentien aber immer mit aktiv. Auf die Fragen, wer denkt sich so etwas aus, warum gibt es das, wie die Schüler meiner lieben 8D sie immer stellen, gibt es nur eine Antwort. Das ist eben so. Wie werden die Passivformen also gebildet und wie werden diese übersetzt? In den Zeiten des Präsensstamms, also in Präsens, Imperfekt und Futur 1, haben wir die bekannten Endungen or, ristur, mur, minihintur. In den Zeiten des Perfektstamms haben wir immer das Partizip Perfekt-Passiv und eine Form von esse. Ein Beispiel, hortari bedeutet auffordern. Der Infinitiv Präsens endet also im Passiv immer auf i. Im Präsens haben wir daher folgende Formen. Hortor für ich fordere auf, hortaris du forderst auf, hortatu er sie es fordert auf, hortamur wir fordern auf, hortamini ihr fordert auf und hortantur sie fordern auf. Im Imperfekt haben wir demnach hortabar, baris, batur und so weiter. Im Perfekt haben wir, wie schon gesagt, das PPP, also Hortatus, und die Präsensformen von esse. Hortatus sum bedeutet, ich habe aufgefordert, Hortatus est, du hast aufgefordert, Hortatus est, er, sie, es hat aufgefordert, Hortati, auch die Pluralendung beim PPP, sumus, wir haben aufgefordert, Hortati estis, ihr habt aufgefordert und Hortati sunt, sie haben aufgefordert. Im Plusquamperfekt haben wir weiterhin das PPP und die Imperfektformen von esse, also zum Beispiel hortatus eram für ich hatte aufgefordert. Im Futur 2 stehen die Formen von esse im Futur, also hortatus ero für ich werde aufgefordert haben und so weiter. Fassen wir noch einmal alles zusammen. Im Lateinischen gibt es viele Verben in allen Konjugationsklassen, die nur Passivformen bilden, aber aktivisch übersetzt werden. Ein Passiv im Deutschen kann mit diesen Verben also nicht gebildet werden. Im Präsens, Imperfekt und Futur 1 haben die Verben die Endungen or, ristur, mur, mini, intur. Was heißt also hortabimur? Richtig, wir werden auffordern. Im Perfekt, Plusquamperfekt und Futur 2 haben wir immer das PPP und eine Form von esse. Wie wird hortati istis übersetzt? Richtig, ihr habt aufgefordert. Das war doch wirklich nicht so schwer, oder? Latein, einfach erklärt, die Deponentien. Mit lieben Grüßen an meine 8D.